Showing me your place. Heute geht es um das richtige Gewürz. So this is your kitchen, your workshop. Yes. Sucharita Eyashwar besucht eine Unternehmerin in Bangalore. Wie wird das Masala richtig zubereitet? Wie muss die Verpackung aussehen, damit sie neue Kunden anspricht? Gayatri Rao will mit Sucharitas Hilfe ihre Gewürzmischungen im ganzen Land vertreiben. Gayatri ist eine Start-up-Unternehmerin. Das ist eine Gruppe von Frauen, die zu uns kommen und für uns besonders spannend sind, weil es um eine neue Idee geht, die Frauen noch ganz am Anfang stehen und wir die Reise mit ihnen gemeinsam antreten. Seit ein paar Tagen erst ist Gayatris Webseite online. Sie muss einen Finanzplan aufstellen und einen Kredit aufnehmen. Nur so kann sie die Produktion erhöhen. Manchmal aber hat sie auch ganz andere Probleme. Als ich anfangs mit Lieferanten verhandelt habe oder als wir die Küche hier eingebaut haben, wurden meine Anfragen erst dann beantwortet, wenn mein Vater oder Bruder ans Telefon ging. Okay. Erfahrungen, die auch Sucharita Eyashwar gemacht hat. Auch wenn sie sich früh für eine Karriere entschied. Als vor 16 Jahren ihre Ehe in die Brüche ging, stand sie plötzlich alleine da. Als alleinerziehende Mutter musste sie sich selbst um die Finanzen und ihre zwei Töchter kümmern. Durch all das wurde mir klar, wie wichtig es ist, dass Mädchen unabhängig und frei von kulturellen Zwängen erzogen werden. Die existieren in unserer Welt noch immer. Frauen werden primär darauf beschränkt, Hausfrauen und Mütter zu sein. Viele ihrer Freunde schüttelten vor einem Jahr den Kopf, als Sucharita mit ihrem Netzwerk für Unternehmerinnen nochmal eine eigene Firma gründete. Für Tochter Tara hingegen war dieser Schritt einfach logisch. Eine Sache, die mir meine Mutter immer und immer wieder sagt, ist, denke nicht klein, sondern think big. Folge deinem Traum und deinem Herzen. Manchmal muss sie mich daran erinnern. Die Gewalt gegenüber Frauen richtet sich häufig gegen Mädchen, die im Arbeitsleben stehen und sich bewusst dafür entschieden haben, ein unabhängiges Leben zu führen. Die jungen Männer hingegen werden immer noch in dem Glauben erzogen, dass sich Frauen unterordnen müssen und dass es in Ordnung ist, sie anzugreifen oder ihnen eine Lektion zu erteilen, damit sie sich wieder an ihre traditionellen Rollen erinnern. Deshalb gibt es immer wieder Konflikte in unserer Gesellschaft. Sucharita versucht mit ihrem Netzwerk gezielt, Frauen mit einer Geschäftsidee zu stärken, ihre Erfahrung weiterzugeben. In Runden wie diesen stellen Jungunternehmerinnen ihre Produkte vor. Danach müssen sie sich kritischen Fragen von Sucharita und ihren Kollegen stellen, bevor die Unterstützung durch das Netzwerk in die nächste Phase geht. Der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten ist eine große Herausforderung, genauso wie zweitens der Zugang zu Märkten. Viele starten irgendwie und kommen dann an einen Punkt, wo sie wachsen wollen und sie sich fragen, wie muss mein Marketing aussehen, damit ich neue Kunden oder Marktsegmente erreiche? Drittens ist es für viele Unternehmerinnen schwer, Technologie richtig einzusetzen. Das Netzwerk bietet Hilfe, ermutigt die Frauen und bringt sie regelmäßig zusammen. Heute Abend in dieser Szene-Bar in Bangalore. Hier kommt man an die richtigen Quellen. Durch CWE erfahre ich, welche Programme der Regierung es für Unternehmerinnen gibt und wie man daran kommt. Außerdem lerne ich durch das Netzwerk, wie andere Unternehmerinnen arbeiten. Es ist eine großartige Plattform, um gemeinsam zu lernen. Wir sind im PR-Bereich und suchen Firmen, die Sichtbarkeit in den Medien wollen. Durch Treffen wie diese lernen wir einige sehr spannende Startups kennen, die großes Medienpotenzial haben. Viele Positionen sind in Männerhand. Wenn man denen sagt, ich will mit dir Geschäfte machen, kommt oft eine Antwort so nach dem Motto, du bist eine Frau, wirst du das verstehen? You are a woman. Would you be able to understand what we are doing?
Viele von ihnen können ähnliche Geschichten erzählen. Und das, obwohl sie Teil von Indiens wachsender, aufgeklärter Mittelschicht sind. Für Sucharita steht fest, Unternehmerinnen machen die Welt ein bisschen besser. Ich denke, Frauen bleiben auf lange Sicht eher dabei, weil sie nachhaltigere Geschäftsideen haben. Wenn sie ein Unternehmen gründen, denken sie nicht daran, es in 3 bis 5 Jahren wieder zu verkaufen, um viel Geld zu machen. Sie versuchen stetig zu wachsen. They're looking to grow it consistently year on year. I'm a lousy runner, so. Sucharita Eyashwar sagt, wenn es ihr und ihrem Netzwerk gelingt, die Geschichte einer einzelnen Unternehmerin zu verändern, hat sich ihr Einsatz gelohnt. That's my dream. Thank you. So in case if you have not handed this over to